So, Frühstück ist drin. Wir sind am Ballermann unterwegs. Wir wollen noch nach einer Estanco gucken. Beziehungsweise haben wir da eine gefunden, die René schon kennt. Die ist am Ballermann relativ... Sind wir weit vorne oder weit hinten am Ballermann? Ballermann 9 ungefähr. Neben Happy Crepe gibt es die Estanco 104. Da gucken wir jetzt mal rein. Wir sind mittlerweile in der Estanco. Hier gibt es auf jeden Fall eine geisteskrank geile Auswahl. Virginia, O's, Nameless, Holster, Alfacha, Adalia, Alfacha hatte ich schon, Lul. Hukain, Social, Dosai, Blaze, Somo. Es gibt auch Nash. Es gibt den Vintage. Das ist so ein, ja, das ist was von Starbucks. Es gibt aber auch massenhaft Must-Have. Es gibt Blackburn, es gibt Darkside, also richtig, richtig, richtig gute Auswahl hier. Dann kriegt ihr immer hier dieses Heftchen, dann könnt ihr durchgucken, dann sagt ihr euch nochmal, was dann wirklich da ist. Tangier ist auch noch da unten am Start. Also Estanco 104, super nice, ultra gut. Gerade mit unseren Einkäufen wieder zurück, sind hier an der Shisha-Bar vorbeigekommen, die wir uns vielleicht noch angucken wollen. Club Underground am Ballermann. Das Bild, mit dem die erwerben, ist halt 1 zu 1. Also was heißt 1 zu 1? Das ist ein Bild von Hukadem, Digga. Ich weiß nicht, Dominik, wurdest du da gefragt oder haben die da einfach mal die Google-Suche angeschmissen und ein Bild genommen, was sie gut fanden? Wild. Unser Plan für heute war ja noch Mietwagen auftreiben, aber uns wurde jetzt geschrieben, dass der Mietwagen tatsächlich für morgen schon gebucht ist. Also müssen wir jetzt nur noch Kohle holen und wir haben 12 Uhr mittags oder so? Ja. Okay, ja. Feierabend, ne? I guess. Gut. Wieder zurück zur Estanco. Wir holen jetzt noch Kohle. Wir haben gerade eine Stunde einen Parkplatz gesucht, weil wir die Kohle nicht 2 Kilometer hier rumtragen wollten. Aber wir brauchen ja ein bisschen was. Also hat René jetzt, wir wollten parken, haben keinen Parkplatz gefunden. René fährt jetzt hier die ganze Zeit Kreise und ich hol schnell Kohle. Check. 10 Kilo haben wir. Wir haben ausgerechnet bei 3 Köpfen und 8 Leuten und 4 Kohlen pro Kopf. Sollte das auf die Kohle genau aufgehen. Hoffen wir es mal. Ach so Gott, was heißt. Und nachdem wir jetzt Kohle geholt haben, düsen wir noch über richtig geile Landstraßen auf Mallorca und fahren jetzt noch zu einer Restaurantempfehlung von René. Hat da eine Beachbar mit lecker Essen, mit guter Aussicht in einer schönen Gegend. Und das ist auch schon einfach ein geisteskrank geiler Vibe, hier einfach über die Insel zu düsen. Ja, da wird jetzt noch gefuttert. Und nachher gibt's, nachher müssen wir leider eine Qualitätskontrolle von einem Etablissement, das wir mit allen dann zusammen machen wollen, wenn die da sind. Das müssen wir uns heute aber schon mal angucken, damit wir uns auch sicher sein können, dass das gut ist. Das wird natürlich harte Arbeit, aber zeige ich euch dann später. Junge, 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 wir fahren ja gerade durch so kleine Straßen und so und auf einmal kommst du wieder in einer kompletten Stadt raus. Und gerade mal so der erste Blick hier auf diese geilen Buchten sieht ja absolut Premium aus. Ich hätte nicht gedacht, dass das Wasser so türkis-ähnlich ist auf Mallorca. Aber Wasser sieht glasklar und aus wie ein Träumchen. Bei der Beachbar angekommen, gibt es erstmal 2 Virgin Mojitos und gleich noch lecker, lecker Quesadilla und Bocknudeln für René. Tschüss! So, voll gefuttert, jetzt wieder auf dem Heimweg. Also ist das Heimweg, auf dem Weg zum Auto. Und hier sind so geile Pinienwälder überall. Und ich denke, man hört auf der Kamera, wie geisteskrank laut die ganzen Grillen hier sind. René, bist du bereit für den krass anstrengenden Job, den wir gleich noch haben? Die Kleidung. Voll. Aber ich bin gerade aktuell noch davon überwältigt, wie viele hier am Grillen sind. Oh. So, wir sind langsam da und da unten seht ihr auch schon Wasser. Vielleicht ist das ja schon ein Hinweis. Verrückt. Und wir Super Almans haben uns gerade nochmal schön 50er Sonnencreme extra gekauft. Nice. Ah, okay. Hier ist schon ein bisschen anderes. Nehmen wir auch. Guck mal, René, die können wir direkt nehmen. Sieht gut aus. Machen wir. Ah, und da seht ihr, was wir jetzt vorhaben.
Daniel Pfeiffer. Ultra geil. Sind wir durch die Wellen gesprungen, Digga. Und Mallorca vom Wasser aus zu betrachten auf dem Jetski, das war auf jeden Fall auch nochmal ein ganz, ganz anderes Level. Also das war geisteskrank geil. Und hier, Andrasch, wo wir gerade sind, die Gegend ist wunderschön. Wunderschön. Also an alle, die nur am Ballermann sind, auch nochmal ein bisschen mehr von der Insel angucken, Freunde. Hier ist schöner. Weniger Bier, schöner. Und jetzt holen wir mein Autochen. Neue Autovermietung, neues Glück, Freunde. Drücken Sie uns die Daumen. Oh yes, da hat das doch easy peasy geklappt, du. So, jetzt sind wir noch im Brudis, Restaurant und Lounge. Und nicht nur irgendeine Lounge, sondern auch Shisha Lounge. Ja, gucken wir gleich mal. Bin gespannt. So, wir haben ihm unseren Tabak gegeben, unsere Cosmo Boys und unsere Onmos. Und jetzt haben wir hier lecker, lecker Pfeilchen. Wunderbar. Beschweren kann man sich da eher weniger. Geil. Und auch decent gebaut, also kann man gut rauchen. Sehr nice. So, Freunde, back im Hotelzimmer. Pfeife war noch richtig geil, Dusche war geil, jetzt bin ich platt. Und morgen kommen die nächsten Leute an. Morgen gehen wir ins finale Haus oder ins richtige Haus, da wo es eigentlich losgeht. Und dann beginnt Shisha Journey so richtig. Deswegen, gute Nacht, Freunde. Freut euch auf den nächsten Vlog. Das war so ein bisschen auf dem Handy nebenbei mitgefilmt, wie wir so langsam ankommen. Good night.